Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von War Thunder und dieses Mal machen wir weiter mit den historischen Missionen. Mission 4. Wake Island, fighting alone, still stood its ground. Two Japanese carriers, Soryu and Hiryu, which took part in the attack on Pearl Harbor, were sent to the coasts of Wake Island to back up the second landing attempt. On December 22, 39 planes were launched from the carriers to subdue Wake Island's resistance. The two remaining Wake Island airplanes entered a losing battle against the superior enemy forces. Okay, starten wir. Wieder in der Wildcat unterwegs. Ich hoffe mal, dass wir in der nächsten Mission zumindest mal ein anderes Flugzeug bekommen. Das wäre ganz cool. Also nicht, dass ich die Wildcat nicht mag, aber... trotzdem. Ich fände es schade, wenn wir jetzt sozusagen bis zum Ende der Kampagne nur mit einem Flugzeug fliegen würden. Obwohl ich mir das schon durchaus vorstellen kann. Aber mei. Es gibt schlimmere Flugzeuge als die Wildcat. Die Wildcat ist nämlich eigentlich ein absolut fantastisches Flugzeug. Vom ganzen Flugverhalten her. Jetzt die Frage. Was haben wir als Mission? Take off and fly to the exploration area. Okay. Achso, die ist auf der ganz anderen, in einer ganz anderen Richtung. Geben wir mal ein bisschen Gas. Und bestaunen dieses wunderschöne Wasser. Wenn man nämlich in Arcade unterwegs oder auch in Historical Battles, kann man das Wasser nicht bestaunen, weil man die ganze Zeit aufpassen muss, wer einen angreift. Hier kann man mal den Blick streifen lassen. Oh, okay, hier oben sind Zeros, da vorne sind ganz normale Bomber und noch mehr Bomber. Wo ist denn der Second Pilot? F12 hat er gesagt. Ich wollte es gerade sagen. Ach du Scheiße, ich wollte es gerade sagen, ich hab's verkackt. Das schaffe ich nicht. Also alleine schaffe ich das niemals. Das sind ja viel zu viele Gegner. Oh oh, da höre ich schon die Bomben fallen. Komm, der da vorne muss sterben. Und der da muss auch sterben. Ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, dass ich hier so viel aushalte. Sonst hätte ich mich schon in die Hosen gemacht. Und man überlegt, dass gerade drei Zeros hinter uns fliegen. Ich muss nachladen. Komm. 9, 8. Alter! Los! Ah, da ist ein Kollege von mir. Yes, schieß aber daneben. Ich kümmere mich drum, kein Problem. Okay, mehr Bomber, ganz viel mehr. Bomber. Sind hier auch noch Bomber. Das sind nur Zeros, die sind uns egal.
Ach du Scheiße, da sind so... Alter. Okay, um was kümmere ich mich zuerst? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich zuerst um die. Die sind zwar ein bisschen weiter weg, aber wenn die einen durchkommen, dann nicht so schlimm. Eine Gruppe werden wir sowieso wahrscheinlich einfach fliegen lassen müssen. Ja, ja. Ausweichen, ich darf da nicht reinfliegen. Oh, jetzt geht's schon aber deutlich mehr ab als vorhin, ne? Das Problem ist, die brennen, die gehen aber nicht. Die stürzen aber nicht ab. Okay, pass mal auf. Okay, ich muss weg. Alter! Da sind noch viel mehr. Ah, was, wie soll ich die denn alle abschießen? 7, 6, 5. Okay, ab geht's. Die da vorne müssen sterben. Kein Zweifel. Jetzt seht ihr übrigens auch, warum ich keinen Live-Kommentar beim Spielen mache. Weil wenn ich mich konzentrieren muss, dann kann ich leider nicht so viel reden. Das wäre dann ziemlich langweilig. Okay, ich lade schon mal nach. Okay, da vorne ist eine Zero und da vorne fliegen die... Oh, die sind 10 Kilometer entfernt, die kriege ich ohnehin nicht mehr. Dann muss ich mir die da vorne schnappen, aber die sind auch relativ weit entfernt. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Da sind die ganzen Zeros, die uns durchlöchern wollen. Könnte sehr, sehr schwierig werden. Schaut es euch an. Wir haben einen ganzen Schwamm Zeros am Hintern. Aber ich muss zu den Bombern da vorne. Ich weiß nicht, ob es reicht, dass wir sozusagen zwei der vier Bomberverbände komplett niedergeschossen haben. Ich bin mir da nicht so sicher. Weil die da vorne machen mir Sorgen, die links. Die links fliegen relativ weit. Ja, links. Aber die hier fliegen relativ zentral auf die Insel zu. Und ich bin verdammt nochmal nicht schnell genug. Scheiße. Hätte ich jetzt einen Jet, das wäre ja besser. Ja, und die Zeros da hinten können mir mal den Popo lecken. Naja. Ihr hört es, ich fliege die ganze Zeit schon am Anschlag. Was Throttle angeht. Ich kann nicht noch mehr Vollgas geben. Ach, jetzt lösen die sich auf, oder was? Alter, jetzt teilen die sich auf. Oh oh. Wir nehmen die linke Seite. Nicht sehr geil. Ach, da oben ist einer. Okay, der ist tot. Der ist auch tot. Okay, um den kann ich mich nicht kümmern.
Ah, jetzt muss ich nachladen. Oh Gott, und jetzt schwammen die ja alle rum. Oh no! Wir haben unsere Kollegen verloren. Ach so, ist schon fertig. Okay. Ich habe gedacht, ich sollte jetzt noch versuchen zu landen. Next Mission. They came back at 12:25 a.m. 33 bombers came in from the west, bombed Peel Island. Sergeant Wright was killed, 4 wounded on the rangefinder. We went out at night and moved guns into coastal defense position as it was getting pretty hot. December 23, they came back with several ships. We were heavily shelled and bombed. The Japanese began landing at 3 a.m. And did we mow them down? The surrender took place at 8 a.m. Claude Davis Howes, Wake Island fireman. Okay. Das war's auch mit der Mission. Haben wir geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.